Alte Tiroler Volksmusik ganz neu interpretiert, konnten Musikliebhaber gestern Abend unter freiem Himmel in Innsbruck hören. Der Tiroler Star-Trompeter Franz Hackl und drei Musikerkollegen haben vor dem Dom Ur-Tiroler Musik in die Welt des Jazz transformiert. Bei sommerlichen Temperaturen haben sich viele Tirolerinnen und Tiroler diesen besonderen Abend nicht entgehen lassen. So klingen Tiroler Volksweisen, wenn Spitzen-Jazzmusiker sich ihrer annehmen. Das Programm des gestrigen Abends hat Franz Hackl eigens für das Gedenkjahr konzipiert. Der in New York wohnende Schwarzer wollte die Musik von beiden Welten, in denen er lebt, miteinander verschmelzen. Also ich lebe ja beides, darum fühle mich in beiden Stilen wohl. Ich habe im Jazzstandard einer der wichtigsten Clubs in New York gespielt und habe das Programm gespielt, aber nicht unbedingt gesagt, die Tiroler Volksweisen. Dann fragen mich danach die Arme, you know, this is a great tune, but it's not Miles, and it's not, but it's fantastic, what is it? Und das sollte man eigentlich, also wenn jemand das hört, was nicht weiß, dass es die Tiroler Volksweisen sind, für das ist es einfach interessant und sehr gute Musik, das sollte sein. Am Podium Musiker, die schon mit vielen Stars des Jazz und Bop auf der Bühne standen. Adam Holtzman, musikalischer Weggefährte von Miles Davis. Er hat zu Beginn des Konzertes auch das Glockenspiel des Doms erklingen lassen. Für den weltberühmten Keyboarder war dieser Ausflug in die Tiroler Volksmusik und in den Dom eine ganz neue Erfahrung. Beautiful. I've never really, you know, done something like this. Das ist wunderbar. So etwas habe ich noch nie in einem Konzert gemacht. Das war für mich etwas völlig Neues. Nur seit ich Synthesizer spiele und am Keyboard sitze, versuche ich immer, ihm ungewöhnliche Töne zu entlocken. Und die Glocken sind wie ein Keyboard angelegt. Es gibt viele Parallelen. Man kann sie wirklich wie ein Keyboard spielen. You can figure out, you know, you can play it almost like a keyboard. Ein Abend, an dem Geschichte wirklich Zukunft getroffen hat. Ganz so, wie es sich das Land für das Gedenkjahr auf die Fahnen geschrieben hat. Das ist ein Zusammenspiel gewesen, das letztlich sich aufgelöst hat in eine großartige Musik. Also es war ein wirklich sehr, sehr schöner Abend und zählt zweifellos zu den Highlights der verschiedenen Veranstaltungen im Gedenkjahr 2009.